Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wende ich mich in einer Sache an Sie, die mich regelmäßig fassungslos macht. Wie Sie auch schon der regionalen Presse entnehmen konnten, sehen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt immer öfter massiven Beleidigungen, Drohungen oder sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt. Hier nur einige der vielen Beispiele. Mitarbeitern des Bürgeramts ging ein anonymer Drohbrief zu. Darin stand wörtlich, dass es ganz schnell geht, man nach Hause fährt, sich eine Waffe aus dem Schrank holt und den beiden Herren von der Stadt einen Besuch abstattet, den beiden eine Kugel in den Kopf schießt und locker mit dem Fahrrad weiterfährt. Meinen Sie, so etwas gibt es nicht? Es müssen nicht immer Politiker sein, die auf ihrer Terrasse im Garten erschossen werden? Zitat Ende. Eine Mitarbeiterin des Standesamts wurde bei einer Trauung von den Hochzeitsgästen in ihr Büro abgedrängt und in einer Ecke unter Androhung körperlicher Gewalt festgehalten, weil sie auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen hatte. Mitarbeiter des Bürgerservice-Zentrums wurden bespuckt, als Hure beschimpft. Andere wurden mit Gegenständen körperlich bedroht. Es wurden Büros verwüstet und Möbel und Computer zerstört. Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes werden aus fahrenden Fahrzeugen mit vollen, heißen Kaffeebechern beworfen. Radfahrer treten mutwillig gerade aufgestellte Pylone um. Um diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Meine Damen und Herren, das sind nur wenige der Vorkommnisse, die sich so gut wie täglich hier in VS ereignen. Man kann sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, sich vielleicht sogar über etwas sehr ärgern. Aber solche Drohungen, massiven Beleidigungen oder sogar körperliche Angriffe sind jenseits dessen, was wir hinzunehmen bereit sind. Solches Verhalten ist eine Schande. Ich sage deshalb hier in aller Deutlichkeit, dass solche Verhaltensweisen von uns nicht einfach hingenommen, sondern zur Anzeige gebracht werden. Das hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun. Hier geht es darum, welche Grenzen gelten müssen, um das Funktionieren unserer Gesellschaft gewährleisten zu können. Dass diese Grenzen derart massiv und immer öfter überschritten werden, das ist inakzeptabel. Ganz abgesehen davon, dass ich als Oberbürgermeister empört darüber bin, wie immer wieder mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen wird. Ich bin als Mensch extrem enttäuscht darüber, dass so ein Verhalten überhaupt möglich ist. Wer tut so etwas? Wie verroht muss man sein, um andere Menschen so zu behandeln? Drohungen, Beleidigungen oder gar körperliche Angriffe haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern nur mit einem schlechten Charakter. Wir alle haben es in der Hand, uns als demokratische und zivilisierte Gesellschaft in diesen sicherlich nicht einfachen Tagen zu beweisen. Die einfache Regel, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, ist leicht einzuhalten. Wer aber meint, sich über diese Grundregel des menschlichen Zusammenlebens hinwegsetzen zu dürfen, der muss dann eben auch mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Und damit meine ich keineswegs nur die Anzeige bei der Polizei als rechtsstaatliches Mittel. Diese Gewalt in Worten und Taten geht nicht nur die Opfer und die Strafverfolgungsbehörde etwas an, sondern uns alle. Denn es gilt heute die, morgen du. Heute trifft dieses asoziale und aggressive Verhalten vielleicht noch jemand anderen. Morgen könnten Sie selbst das Opfer sein. Dem müssen wir ein Ende setzen. Ich fordere Sie deshalb auf, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Zivilcourage zu zeigen und sich auch selbst aktiv gegen solche Vorkommnisse zu äußern. Machen Sie den Tätern durch Ihre gelebte Solidarität mit den Opfern klar, dass solch widerwärtiges Verhalten Widerstand erfährt. Ganz gleich, ob es sich gegen städtische Mitarbeiter, Klinikpersonal, Straßenarbeiter oder irgendjemand sonst richtet. Wir alle sind Menschen und haben es verdient, auch so behandelt zu werden, egal in welchem Bereich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Ihre aktive Solidarität, nicht nur während der Corona-Pandemie. Bleiben Sie gesund.